Kneipenspiele und Kneipentricks. Oft viel zu schnell für das menschliche Auge. Doch wie sorgt man bei den Freunden für große Augen? Wir haben die modernste Highspeed-Kamera mit in die Kneipe genommen. Mit 2000 Bildern pro Sekunde. In diesem Brauhaus bei Augsburg kommen Spielbegeisterte bei Dart, Tischkicker, spektakulären Würfeltricks und Billard voll auf ihre Kosten. Diesem Kneipenspielprofi hat sein Können schon so manches Gratisbier eingebracht. Drei leere Schottgläser, bitte. Jawohl. Dennis, sein Spezialgebiet, die kleinen Kneipentricks, die richtig Eindruck machen. Überschlag mit 20 Bierdeckeln, ein leichter Trick. Und schafft das der Thekennachbar? Tatsächlich. Und wie? Die Highspeed-Perspektive. Mit der Handoberfläche schlägt Dennis von unten gegen die Deckel. Im Flug drehen sie sich um die eigene Achse. Der Trick? Die Finger möglichst lange an den Deckeln lassen und erst im letzten Moment umgreifen. Oh, dankeschön. Bitteschön. Genau, da müssen Sie haben. So, drei Gläser. Wow. Alter Schwede. Hey. Yes. Da ist er. Wie kriegst du das hin? Also beim Quartern nimmt man die Münze und haut sie flach auf die Theke. Und im Idealfall kommt sie mit dem Halbkreis zurück und trifft das Glas. Für die Laien unmöglich. Doch welcher Trick steckt dahinter? Mit Hilfe der Zeitlupe versuchen wir, hinter den Trick zu kommen. Dennis wirft die Münze mit der kompletten Fläche ganz flach auf die Theke. So kann er sie am besten kontrollieren. Der Schwung des Aufpralls katapultiert sie wieder nach oben. Der Einfallswinkel ist genauso groß wie der Ausfallswinkel. In hohem Bogen trifft die Münze ins Glas. Tischkicker, das beliebteste Kneipenspiel der Deutschen. Schnelligkeit und Reaktionsstärke, darauf kommt es an. Aber mit welchen Tricks habe ich Erfolg beim Kickern? Willi und Matthias sind Anfänger. Was sie nicht wissen, ihre Gegner sind Profis. Den musst du doch halten. Carsten und Philipp spielen sogar in der Bundesliga. Willi und Matthias sind für sie keine wirklichen Gegner. Vier Tore für die Profis. Für das Siegertor setzt Carsten noch mal eins drauf. Die Vorbereitung für den Schuss. Den Ball mit dem Torwart hochschieben. Für so einen Heber braucht es absolute Ballkontrolle und jahrelange Übung. Aber es gibt auch ein paar Tricks, die man in wenigen Minuten lernen kann. Ja, am besten der Verteidiger bewegt sich praktisch in dem Bereich hin und her und der Torwart in dem Bereich. Wir machen den Test. Kann Willi mit der sogenannten Shuffle-Technik verhindern, dass der Profi die Lücke sieht? Und tatsächlich, der Plan geht auf. Mit der Highspeed-Kamera sehen wir, wie effektiv die Technik ist. Durch die schnelle Bewegung ist die Lücke für den Gegner nicht zu erkennen. Ein Schuss ins Tor. Schwierig. So viel zur Verteidigung. Und wie sieht's beim Angriff aus? Machst du mit der Hand da unten? Ich schieße den Jet. Dazu lege ich mein Handgelenk an den Griff, rollst dann ab in deine Handfläche rein und dabei triffst du einen Ball. Philipp kontrolliert den Griff nur mit dem Unterarm. Sieht er eine Lücke auf dem Spielfeld, zieht er blitzschnell den Griff in die Hand hoch. Der Profi trifft den Ball so schnell, dass der Gegner ihn nicht sehen kann.
Ja, sehr schön. Für den Angriff sind sie jetzt gewappnet. Doch noch ein kleiner Erfolg für unsere Anfänger. An der Theke geht es um eine ganz andere Kunst. Zwei Bier, freilich. Wie schenkt man das perfekte Bier ein? Das weiß am besten Brauhauschef Bernhard. Sein Geheimnis für den perfekten Schaum? Das Glas und der Schaum darf nie mit dem Hahn in Berührung kommen. Und einfach Geduld mitbringen. Jetzt eine Minute stehen lassen, dann wieder nachfüllen. So, Männer, euer Bier ist fertig. Und Achtung! Merci dir! Das Bier fließt mit Druck aus dem Hahn. Bernhard weiß, es ist wichtig, die Kohlensäure zu beherrschen. Deshalb hält er das Glas schräg. So läuft das Bier die Glaswand entlang und die Kohlensäure verwirbelt. Als tausende feine Bläschen steigt sie nach oben und es bildet sich die feine Schaumkrone.